Grüß dich, sehr geehrter Zuseher, herzlich willkommen, liebes Mitglied der Mike's Toolshop Community. Ich habe euch ja vor einiger Zeit den kleinen LED-Strahler vorgestellt, der was ja faustig hinter die Ohren hat, einfach weil er viele Akkusysteme aufnehmen kann. Und die Strahler haben wir wirklich sehr, sehr gut verkauft. Viele Kunden, oder eigentlich alle Kunden, sind wirklich mega happy damit. Reklamationen haben wir wirklich nur einen gehabt, das war beim Bernhard, und den haben wir einfach ausgetauscht, hat die Lampe vorhin geflackert und da haben wir nicht lange herumgeschissen, wann da was ist. Aber egal, wenn ich gefragt habe, der was den Strahler gekauft hat, alle waren wirklich mega happy. Und damals habe ich euch auch versprochen, dass wir natürlich da ein größeres und professionelleres Gerät bekommen. Und da ist er nun. Jetzt stellen wir ihn vor. Wenn du das Video aber noch nicht gesehen hast vom kleinen Strahler, erklärt das Ganze, warum dass unsere LED-Strahler ziemlich lässig sind. Das liegt einfach daran, weil wir 5 verschiedene Adapter mitliefern. Du musst einmal den passenden Adapter am Strahler montieren. Keine Sorge, das funktioniert so einfach. Du musst nur mit einer Schraube lösen, eine Schraube festziehen. Das sollte, sage ich mal, an jeden Handwerker gelingen ohne Probleme. Und dann hast du die Möglichkeit, verschiedene Akkusysteme an einem Gerät zu verwenden. Sprich, hast du zum Beispiel Bosch Professional Akkus, kannst du genauso betreiben mit dem LED-Strahler wie Festool Akkus. Und das ist eigentlich eine Besonderheit, weil Festool hat ja nicht wirklich Akku-LED-Strahler. Also das, was es gibt, das ist ja fast, Entschuldigung, lächerlich. Auch wenn es gut sind, aber es ist lächerlich. Aber du kannst zum Beispiel dann eben Makita-Akkus betreiben oder von DeWalt, Milwaukee-Akkus oder halt Metabo CRS-System-Akkus an deinem Produkt da verwenden. Du brauchst da keine Sorge haben, dass der Akku dann einen Schaden nimmt, weil die Strahler schalten ab einer bestimmten Spannung, also knapp unter 17 Volt, einfach automatisch ab. Sprich, der Akku wird nicht tief entladen, er wird geschont und beim Strahler kann dann auch nichts passieren. Was zeichnet den stärkeren, professionelleren Strahler aus? Eindeutig seine 40 Watt Leistung, 5500 Lumen. Da wäre er dahingehend einfach doppelt so lichtstark als wie die kleine Variante, die was wir angeboten haben. Das Gehäuse ist aus sehr robustem Polycarbonat. Also, da kann wirklich mal runterfallen oder mal ein wenig gröber behandelt werden oder wenn man im Auto unterwegs ist und die Leiter fällt um oder irgendwas anderes fällt um und der Strahler liegt drunter, ist nicht gleich immer alles kaputt, sondern er ist wirklich sehr robust gefertigt. Merkt man aber auch im Gewicht, er tut 2,5 Kilo, das heißt, es ist halt schon ein wenig ein schweres oder halt ein kräftigeres Bürschchen, wenn man das so sagen mag. Die kleine Variante hat ja so gesehen keinen Schutzstandard erfüllt. Die große Variante macht es jetzt schon. IP54 ist somit auch für die Baustelle geeignet. Es ist spritzwassergeschützt, staubgeschützt. Das merkt man daran, da hinten, sage ich mal, der Akku nicht so frei liegt. Und da ich natürlich bei dem Facherl da hinten auch so eine Dichtung habe, die was ja ganz gut oben bleibt. Also mir ist die beim Herumprobieren jetzt nie runtergegangen. Da habe ich meinen Akkuadapter, schraube auf. Setze einen anderen Adapter rauf, schraube wieder zu und das Ganze hält er tadellos. Und mit dem Fach da hinten ist der Akku, sage ich mal, auch da drinnen verschlossen. Ich habe jetzt probiert von Bosch den Broke-Akku mit 5,5 Amperestunden, von Festool der 5,2 oder 6,2 Amperestunden Akku passt da auch rein. Wie es dann ist mit den 8 Amperestunden Akku, das kann ich euch noch nicht sagen, weil bei Festool gibt es noch nicht und bei Bosch habe ich keinen. Die Positionierung des LED-Strahlers ist auch in sehr vielen Varianten möglich. Ich kann natürlich sehr einen flachen Abstrahlwinkel haben. Ich kann es natürlich ein wenig steiler haben. Das wäre jetzt ein wenig blöd. Für das hat da auch wer mitdenkt. Dann kann ich ihn umdrehen. Dann kann ich da wirklich verschiedene Abstrahlwinkel mehr einstellen, sodass das Ganze eben einen Spaß macht. Was ich bei dem großen nicht habe, ist irgendwie ein Gerüsthaken. Dafür ist aber da der Bügel so groß, dass ich ihn zum Beispiel bei der Leiter wo drüber geben kann oder einfach irgendwo anders schnell, wo ich einen Haken habe, hinhängen kann. Das funktioniert auch gut, das habe ich probiert und macht da, sage ich mal, Spaß, einfach weil es hält und weil nicht dann so ein dünner Gerüsthaken irgendwo ist, da was ich auch dann abbrechen oder abreißen kann. Das passiert da nicht. Es wäre die Möglichkeit, dass ich einen Strahler auf ein Stativ montiere oder woanders mir eben montiere, wenn ich das will. Es ist also eine Schraube dabei, ihr seht es in der Einblendung, dann kann ich das zum Beispiel irgendwo auch hinmontieren. Aber bei vielen weiß ich, dass einfach die Strahler dann aufgebaut werden, eingeschaltet werden und dann in den Raum reingestellt, dass ich dann meinen Arbeitsplatz ausleuchte. Ganz kurz die technischen Daten. Ich habe natürlich einen Einschalter, kann den Strahler einschalten, dann habe ich auch 100% Leistung auf der ersten Stufe. Auf der zweiten Stufe hätte ich dann 50% Leistung und auf der dritten Stufe 25% Leistung. Und bei der vierten Stufe ist er aus. Ein tolles Feedback haben wir gekriegt beim Kleinen ist die Powerbank-Funktion, sprich du hast den Arbeitsplatz, musst ausleuchten, dein Handy-Akku ist aber schon halb leer und du möchtest gerne noch dein Smartphone laden, bevor du dann in den Feierabend gehst. Das kannst du auch machen, nämlich auch besser. Ich habe nämlich da 5 Volt und 2 Amperestunden Ladestrom, nicht nur 1 Ampere, sondern doppelt so schnelle Ladeleistung. So ist halt auch ein aktuelles Smartphone dann da,
in einer überschaubaren Zeit noch geladen. Sonst, wie gesagt, 2,5 Kilo Polycarbonatgehäuse. Er hat auch 270 LED-Chips drinnen. Das sind ja dieselben wie beim Kleinen. So schauen die aus. Das sind so kleine Scheißerl, so LED-Chips. Und da hat er nicht 84 drin, sondern 270 Varianten. Und dann habe ich da so eine Milchglas-Polycarbonat-Scheibe vorne drauf, dass ich halt ja, mehr Abstrahlwinkel habe und dass das Licht ein wenig diffuser wird. Ist einfach fürs Arbeiten viel angenehmer, als wenn ich so eine grelle Lichtquelle habe. Ihr kennt manche LED-Strahlen, die was nur auch so einen Chip drinnen haben und die knallen halt dann da ordentlich rein. Und wenn man dann einmal reinschaut in den Lichtstrahl, dann tut das oft schon ein bisschen weh. Da ist das Licht, wie gesagt, wirklich sehr, sehr angenehm. Was euch natürlich auch interessieren wird, ist wahrscheinlich einfach die Leuchtdauer. Ich habe das jetzt ein paar Mal probiert mit einem 4 Ampere-Stunden Akku und da sind wir so zwischen 2-2,5 Stunden reiner Leuchtdauer. Ich denke, das ist angemessen, das kann sich sehen lassen. Kommt natürlich darauf an, natürlich, wie voll ist der Akku oder wie ausgelutscht ist schon der Akku und natürlich, welche Temperaturen haben wir draußen. Mein Fazit für euch zu diesem LED-Strahler, der was nur knapp unter 120 Euro kostet, ist echt empfehlenswert, kann man kaufen. Ihr habt wirklich eine hohe Lichtleistung mit 40 Watt, 5500 Lumen. Ihr habt eine gute Leuchtdauer, ihr könnt wirklich sehr viele verschiedene Akkus aufnehmen. Man muss sich auch nicht schauen damit, wenn man irgendwo auf die Baustelle kommt und den wohin stellt. Dann schauen nicht alle gleich, hey, was ist denn da los, sondern sie werden sich interessieren dafür, wenn du zum Beispiel einfach den Bosch-Akku dann da reinschiebst oder wenn du ein Festool-Akkusystem-Benutzer bist und schiebst deinen Festool-Akku da rein, dann machen alle gleich solche Guckerl, weil das können sie halt mit anderen Festool-Akkus nicht machen. Und last but not least, unser großer Pluspunkt für euch ist einfach unser Service und viele wissen das, dass wir keinen lang in Regen stehen lassen, sondern dass wann was wäre mit den Produkten, ob es ein LED-Strahler ist oder irgendwas anderes aus unserem Hause, dass wir natürlich euch einfach ja, bestmöglich einen Service bieten wollen und dass ihr schnell wieder ein funktionierendes Gerät habt. Hast du noch Fragen zu dem LED-Strahler, kannst du uns gerne anrufen, eine E-Mail schreiben oder deine Frage in die Videokommentare posten. Magst du das Produkt kaufen, weil du schon Feuer und Flamme bist, dann findest du natürlich den Produktlink unterbei in der Videobeschreibung oder du schaust in der Infobox nach, da kannst du auch anklicken, kommst zu uns in den Online-Shop rein und dann kannst du es bei uns einfach kaufen. Wir schicken dir den gern heim. Somit sage ich heute schon danke fürs Zuschauen. Habt viel Spaß beim Ausleuchten eurer Baustelle, dann tat es euch auch nicht weh. Also danke, pfiat euch, euer Mike.